Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zum Admiral Bett Spieltagscheck vor dem Auswärtsspiel unserer Rothosen beim 1. FC Nürnberg. Und dazu begrüße ich recht herzlich an meiner Seite einen Gast, der sich ja in der vorletzten Sendung schon ins Bild geschlichen hat, förmlich aufdrängte, Teil unseres Formats zu sein. Und jetzt ist er hier. Die Rede ist von Sonny Kittel. Moin, Sonny, schön, dass du da bist. Moin. Sonny, natürlich wollen wir aufs Topspiel in Nürnberg blicken. Zuvor aber noch einmal die Rückschau. Vergangenen Freitagabend sehr frustrierte Niederlage 1:2 gegen Darmstadt 98. Ging hoch her, 7 gelbe Karten, 3 Platzverweise. Du hast jetzt ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Kannst du dich an solch ein chaotisches Spiel zurückerinnern? Tatsächlich nicht. Haben das auch letztens in der Kabine mal angesprochen mit ein paar Jungs. Also so ein Spiel habe ich noch nicht erlebt. Mit so vielen Karten und so weiter. Aber ja, so ist Fußball. Ich denke, viele oder die meisten werden auch wieder was daraus lernen bei uns. Und ja, es sind alles Erfahrungen. Und ja, weiter geht's. Es ging hoch emotional zur Sache, nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Platz, sogar beim Schiedsrichtergespann und beim Vorstand. Du bist so ein Typ, der eher ein bisschen ruhiger ist, der auch, so ist unser Eindruck, häufig direkt nach dem Abpfiff schon wieder relativ in seiner inneren Mitte ist. Wie hast du denn so das emotional wahrgenommen? Ja, ich glaube, ich musste auch lernen in den vergangenen Jahren. Ich war da auch viel emotionaler, aber versuche das jetzt ein bisschen anders zu kanalisieren und den Jüngeren ja, sag ich mal, zu helfen dann auch oder die wegzuschieben oder um einfach bei uns zu bleiben oder bei mir zu bleiben, dass ich einfach in meinem Spiel bleibe und mich nicht von solchen Dingen ablenken lasse. So eine extrem bittere Niederlage hängt so ein bisschen noch in den Kleidern, nicht nur bei den Fans und bei uns Mitarbeitern, vor allem ja auch bei euch Spielern, wo du gesagt hast, du hast schon viel gelernt. Wie ist so der Umgang mit so einer Niederlage? Also was braucht es, um das abzuhaken? Reicht da dann schon die Heimfahrt nach Hause und die Tochter von dir, wenn du der in die Augen schaust, oder muss es die nächste Trainingseinheit dann sein, wo du den Ball wieder am Fuß hast, oder ist es auch erst das nächste Spiel und damit verbunden vielleicht ein Erfolgserlebnis? Ja, ich würde sagen, es ist ein Mix aus allem, was du angesprochen hast. Es waren auf jeden Fall gute Dinge. Ja, es, je nach Spielverlauf und nach Spiel ist immer unterschiedlich, ob man selbst auch mehr, sage ich mal, eingebunden war in diese kritischen Situationen oder in die Situation, wie wir sie jetzt am Wochenende hatten. Aber ja, es ist schon so, seitdem zum Beispiel meine Tochter da ist, dass das dann schon schneller weg ist aus dem Kopf. Aber wenn ich dann doch alleine bin, dann denke ich schon wieder drüber nach. Aber das ist, ich glaube, ganz normal, wenn man, sag ich mal, so Fußball besessen ist, dann wie ich zum Beispiel. Ich denke, wenn ich es schaffe, wenn ich mal nicht mit meiner Familie bin, dann denke ich nur an Fußball. Deswegen ja, ist schon schwer, da abzuschalten, aber ja, auch die nächste Trainingseinheit, wenn man wieder gute Aktionen hast oder wenn du, wie gesagt, dann auch wieder abgelenkt bist, dann ist auch wieder alles vergessen. Und dann geht es auch weiter und dann kommt schon wieder das nächste Spiel. Nächstes Training, Fokus Fußball, nächstes Spiel. Was hier unter der Woche so los war, auf und neben dem Platz im Volksparkstadion, das verrät euch unsere Rubrik, unser HSV. Durchatmen und sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Nach einem so emotionalen und intensiven Spiel wie gegen Darmstadt wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Trotzdem bereitete sich das Team rund um Cheftrainer Tim Walter in der Woche konzentriert auf die Aufgabe in Nürnberg vor. Mit dabei auch Ramsey Königsdörfer, der am Mittwoch vom DFB mit einer 2-Spiele-Sperre belegt wurde. Gegen Nürnberg sowie beim Heimspiel gegen Karlsruhe wird der Stürmer also fehlen. Aaron Opoku hingegen war zunächst nicht beim Training dabei. Er bat beim Trainerteam um eine Auszeit, die ihm zugesprochen wurde. Opoku wurde nach seiner roten Karte vom DFB für 5 Spiele gesperrt. Einen Lichtblick hatte das Spiel gegen die Lilien jedoch. Bakary Yatta feierte sein Comeback und hat nach der Sperre von Königsdörfer nun gute Chancen auf einen Startelfplatz. Auch gute Chancen auf einen Platz in der Startelf hat Neuzugang Jean-Luc Dompé. Bei seinen ersten 45 Minuten im Volkspark beeindruckte ihn vor allem die Atmosphäre. Ich war von der Atmosphäre wirklich beeindruckt. Ich habe damit gerechnet, dass die Stimmung in diesem Stadion gut sein wird, aber dass es so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Es hat mir sehr gefallen. Ich bin sehr beeindruckt. Doch Jean-Luc Dompé war nicht die einzige Neuerung auf den Trainingsplätzen des HSV in den vergangenen Wochen. Seit der aktuell laufenden Saison setzt der HSV ein neues Kamerasystem zur Live-Analyse der Trainingseinheiten ein.
Zusätzlich installierte die Telekom testweise die benötigte Technik. So, dass wir seit dieser Saison mit Game On ein neues Kamerasystem für die Trainings, Dokumentation, Nachbereitung, Vorbereitung zur Verfügung haben. Das bedeutet, dass wir Live-Analyse während der Trainingseinheiten machen können. Wir wollen die Jungs dadurch individuell besser machen, aber auch auf gewisse Schwerpunkte einfach während der Trainingseinheiten schon zurückgreifen können. Und ja, da haben wir heute sind damit gestartet und versuchen das dann jetzt tagtäglich in der Arbeit umzusetzen. Den kompletten Beitrag findet ihr auf HSV.tv. Sonny, das Spiel gegen Darmstadt war zugleich dein 100. Zweitligaspiel für den HSV. Du hast in diesen 100 Spielen sagenhafte 61 Scorerpunkte erzielt, verteilt auf 31 Assists, 29 Tore. So müsste es richtig sein, glaube ich, im Kopf. Sind dir selbst solche Zahlen bewusst und vor allen Dingen, was bedeuten sie dir? Ja, also es war mir jetzt nicht bewusst, dass das schon mein 100. Zweitligaspiel für den HSV war. Aber es ist natürlich, glaube ich, schon eine gute Zahl. Ludo, mach einen Abflug. Wieder ein Überraschungsgast hier in der Sendung mit Ludo mit Reis. Der bietet sich an. Der ist der Nächste dann, ja. Der kann kein Deutsch, wird schwierig. Englisch geht auch, ja. Bei dir, glaube ich, oder? Bei mir Englisch? Ja. Klappt, klar. Klapp. Kein Thema. Ich denke, es ist schon irgendwo eine besondere Zahl. Aber es geht weiter. Ich will einfach so viele Spiele wie möglich für den Verein machen. Ich fühle mich hier sehr wohl und klar, wenn ich Tore und Vorlagen geben kann, ist natürlich umso besser und daran werde ich teils auch gemessen. Ist auch mein Anspruch und da geht noch mehr. Ja. Diese beeindruckende Statistik, die begann einst in Nürnberg vor 3 Jahren, 2019, dein zweites HSV-Ligaspiel. 4:0-Sieg, viele HSV-Fans werden sich gerne daran zurückerinnern. Du hast damals ein Tor und einen Assist gemacht, zugleich wie gesagt deine ersten für den HSV. Wie hast du diesen Abend noch in Erinnerung damals in Nürnberg? Ja, noch sehr gut. Auch die zahlreichen Fans, die dabei waren. Natürlich hat an dem Abend dann noch irgendwie alles gepasst. Und wenn man dann noch selbst was auflegt oder ein Tor macht und dann 4:0 gewinnt, war es, glaube ich, ein gelungener Abend und ich glaube, mit eins der Spiele, die auf jeden Fall lange in meinem Kopf bleiben werden. Ja, du hast uns mal erzählt von diesem besonderen Moment, den Jubel nachher in der Kurve, wo dir so in den Kopf kam mit deiner ganzen Lions-Geschichte, den schwerwiegenden Knieverletzungen, wo du ja schon kurz vorm Karriere ausstandest, dass du so dachtest, oh krass, jetzt spiele ich für den HSV, trage auch noch die Rückennummer 10, also ganz besonderer Moment. Vierte Saison jetzt, du trägst immer noch die Rückennummer 10 oder die 10 eben auf der Brust. Was hast du in dieser dann ja auch bewegten HSV-Zeit über dich gelernt, aber auch über den Club? Ja, das ist... dass viel über Emotionen geht, natürlich auch aufgrund der ganzen Tradition, aufgrund der vergangenen Jahre. Aber es passt auch zu mir, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und man fühlt sich dann hier schon irgendwann noch heimisch, wenn man so lange hier ist. Meine Tochter ist hier geboren und ich fühle mich hier im Verein natürlich sehr, sehr wohl. Und umso länger man dann an einem Ort ist, umso mehr Freundschaften entstehen vielleicht auch und ich verstehe mich hier mit allen im Verein sehr gut, komme hier sehr, sehr gern jeden Tag her zum Training und wie du es gesagt hast, ich bin einfach glücklich und froh aufgrund der ganzen Jahre, die am Anfang meiner Karriere nicht so positiv verliefen, was das Gesundheitliche angeht, dass ich einfach hier jeden Morgen zum Training fahren kann. Und mit den Jungs trainieren zu können und Fußball spielen zu können. Und das hoffe ich noch viele Jahre machen zu können. Ja, schöne Worte. Man hört da diese Fußballbesessenheit, von der du ja vorhin auch schon sprachst, förmlich raus. Hat sich denn da zu Beginn deiner Karriere was verändert? Weil wir haben ja auch eben beobachtet, du schweißt die Kugeln immer noch ein, machst immer noch extra Training, hältst den Ball nochmal hoch, bist jetzt aber ja auch im letzten Drittel deiner Karriere. Ja, mir macht es einfach Spaß. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, oder ich atme Fußball, ich gucke mir jedes Spiel an, auch wenn es keine wichtigen Spiele sind. Bei mir läuft eigentlich immer Fußball zu Hause nebenbei. Ich liebe einfach diesen Sport, ist pure Leidenschaft. Mit dem Schießen und so weiter angeht, ich will einfach jeden Tag besser werden, auch wenn ich jetzt schon, wie du es gerade schön gesagt hast, schon im letzten Drittel meiner Karriere bin. Ich hoffe, da gehen noch einige Jahre. Dass ich einfach jeden Tag besser werde, mich verbessere. Ich will jeden Tag dazulernen und
auch natürlich den jüngeren Spielern dann was mitgeben. Und deswegen einfach alles mitnehmen und Spaß haben. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was nach dem Fußball kommen kann? Weil ein Sonny Kittel ohne Fußball kann man sich ja nicht vorstellen. Ja, wird schwierig. Ich habe schon mal gesagt, dass ich schon Bock hätte, noch im Fußball zu bleiben, auf jeden Fall. Was Trainer oder Scout oder was weiß ich, Jugendleiter, irgendwas im Jugendbereich, da hätte ich schon Bock drauf. Habe mich auch schon ein bisschen über Trainerschein informiert. Und da wollte ich auch demnächst mal was starten, aber eins am anderen. Ich denke, ich habe noch einige Jahre im Tank und wie gesagt, will da auch täglich besser werden. Und dann gucken wir, wozu es dann am Ende führen wird. Ja, du sagst es, noch einige Jahre im Tank. Zum Glück, aktuell spielst du ja noch. Schauen wir auf Nürnberg, auf das nächste Spiel. Sonny Kittel und der FC Nürnberg, das passt zusammen, zumindest aus deiner Sicht. 11 Spiele gegen den Club absolviert, so viele wie gegen kein anderes Team, nur einmal verloren und 8 Scorerpunkte erzielt. Darunter ja auch unvergessliche Tore, auch mit der Raute auf der Brust. Man erinnert die beiden Panenka-Elfmeter zum Beispiel. Ist das Zufall oder warum liegt dir der Club so sehr? Wahrscheinlich ist es Zufall, ja. Es gibt bei jedem Spieler irgendwie Mannschaften, die einem besser liegen oder vielleicht auch, wo du irgendwie ein paar Tore mehr machst oder mehr Spiele gewinnst, aber ich habe mich im Süden auch wohlgefühlt, in Ingolstadt. Vielleicht hängt das damit zusammen. Kleine Rivalität, so weit, ne? Ist nicht so weit weg von Nürnberg, aber nee, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Zufall. Nichtsdestotrotz, unvergessliche Momente, wir haben schon über einige gesprochen. Lass uns nochmal auf diese Panenka-Elfmeter-Geschichte eingehen, weil es ist sehr ungewöhnlich, dass man in so kurzen Zeitraum zweimal gegen einen Verein so einen Elfmeter auspackt. Kommt das bei dir intuitiv oder ist das überlegt? Nee, ich habe es erst eigentlich im Nachhinein, also nach dem zweiten, realisiert, dass es wieder Nürnberg war. Und es kam einfach so der Gedanke, dass mal wieder eine Zeit wäre. Und von daher gut, dass es damals gut gegangen ist. Sonst hätten die mich alle aufgefressen wieder. Aber war schön, dass wir weitergekommen sind und es war ja eine erfolgreiche Pokalsaison. Kannst du das nachvollziehen, wo du gerade sagst, dann hätten die mich wieder alle aufgefressen? Also ist ja schon ein diskutabler ja, Move. Ja, klar. Das haben jetzt schon einige vor mir auch schon gemacht oder machen es immer noch. Mal geht's gut, mal geht's auch schief. Kann man dann verstehen. Den Mut zu haben, den muss man aber auch erstmal haben. Und im Endeffekt, wenn er reingeht, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann musst du halt, das Ganze akzeptieren, was dann kommt. Absolut. Für solche Momente spielt man ja auch Fußball und ist dann vielleicht auch ein kreativer Spieler und Zocker. Lass uns nochmal auf den ersten FC Nürnberg im Detail blicken. Die haben mittlerweile relativ starken HSV-Anstrich, was so die Personen da im Umfeld angeht. Da sind zwei Spieler nochmal hinzugekommen, die letzte Saison noch für uns aufgedribbelt haben, mit Manuel Winzheimer und Jan Jamra. Jambo war ja auch und da ist ein guter Kumpel von dir. Gab es da schon jetzt im Vorfeld Gespräche? Ehrlich gesagt nicht über das Spiel, aber wir haben schon sehr engen Kontakt und da gibt es schon den einen oder anderen Spruch immer wieder bei WhatsApp oder irgendwelche Videos. Wir sind da schon noch in Kontakt und über das Spiel haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wie wird es denn sein? Weil auf der linken Angriffsseite, wenn du da spielst, kannst du ja auf ihn unmittelbar im 1 gegen 1 aufeinandertreffen. Ja, ich denke, das wird dann wie im Training auch sein. Jeder will seinen Job machen, jeder will erfolgreich sein und vorm Spiel und nach dem Spiel gibt man sich wieder die Hand und labert Scheiße, aber im Spiel will jeder das Beste rausholen. Wie hast du ansonsten bisher den Nürnberger Weg in dieser Saison wahrgenommen? Was erwartet uns da im Max-Morlock-Stadion? Ja, ich denke, wie wir es auch letztes Jahr hatten, auswärts, ist natürlich eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft. Aber im Endeffekt müssen wir wie immer auf uns gucken auch dann bei uns bleiben. Spielen wir jetzt schon, keine Ahnung, wie oft jetzt oder wie viel, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, dass seitdem ich hier bin, schon das mit Pokal 8. Mal oder so gegen Nürnberg. Sind immer gute Spiele und vor allem jetzt so ein Abendspiel ist auch immer was Besonderes und von daher. Das Stadion wird wahrscheinlich voll sein und wird auf jeden Fall ein schwerer Gegner, schweres Spiel, aber wir sind gut vorbereitet. Sonny sagt es, schwerer Gegner, schweres Spiel,
Wie es beim 1. FC Nürnberg aussieht, das verrät euch jetzt der Gegnercheck. Am 6. Spieltag reist das Team von Trainer Tim Walter zum 1. FC Nürnberg. Die Mittelfranken sind ausgeglichen in die neue Zweitligasaison gestartet. Mit 2 Siegen, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden stehen aktuell 7 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet momentan Tabellenplatz 12. Im letzten Spiel konnten die Nürnberger in Sandhausen einen Sieg einfahren. Torschützen beim 2:1-Erfolg waren Daferner und Dua. Beide wurden vor der Saison neu verpflichtet und bilden mit dem Ex-HSVer Manuel Winsheimer einen komplett neuen Sturm. Und dieser funktioniert aktuell auch recht erfolgreich. 5 von 6 bislang erzielten Toren gehen auf das Konto von Daferner, Dua und Winsheimer. Robert Klaus, der das Team seit 2 Jahren leitet, setzt seit dem Saisonbeginn auch noch auf einen 2. Neuzugang mit HSV-Vergangenheit. Jan Jamra stand bislang bei allen 5 Partien der Nürnberger auf dem Platz. Aus Hamburger Sicht liest sich die Bilanz gegen den 1. FC Nürnberg durchaus positiv. Aus den letzten 6 Zweitligapartien gingen 3 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage hervor. Hinzu kommen 2 Siege im DFB-Pokal. Ein weiterer Erfolg soll nun am Sonnabend beim Topspiel im Max-Morlock-Stadion folgen. Neben unserem Flutlichtspiel in Nürnberg finden am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch weitere 8 Partien statt. Wir haben euch die Spiele in der Übersicht zusammengefasst. So, Sonny, jetzt steht noch die Crunch-Time an, ein Event, auf das du dich besonders freust. Du hast auch da bei der vorletzten Sendung bei den Fragen von Mohaya angemerkt, die sind ja total einfach. Stellt mir bitte auch mal einfache Fragen. Ich habe mein Bestes gegeben, die schwersten überhaupt rauszusuchen. Aber wir haben gerade schon ein bisschen geflaxt, anspruchsvoll, aber machbar, denke ich. Crunch-Time, das System ist dir bekannt aus den letzten Jahren. Du hast 60 Sekunden Zeit, den Ball hochzuhalten und währenddessen bekommst du Fragen gestellt. Für jede richtige Frage gibt es 1 Punkt. Wenn der Ball dir runterfällt, was bei deiner technischen Klasse wahrscheinlich eh nicht vorkommen sollte, gibt es nicht mehr den Abbruch der ganzen Challenge, sondern 1 Minuspunkt. Also könntest du dir theoretisch auch erlauben. Und auch ein besonderer Anreiz in dieser Saison neu. Es gibt am Ende der Saison ein Top-3-Event. Also die besten 3 Platzierten spielen nochmal den Crunch-Time-König der Spielzeit aus. Also da auch nochmal richtiger Anreiz. Bestwert liegt bei Maxi Rohr und auf den weiteren Treppchenplätzen Königsdörfer und Haier. Rohr 10 aufgelegt, Königsdörfer 8, Haier 7. Alles klar. Also Minimum 7, okay. Um dabei zu sein. Okay. Stand jetzt. Saison ich zähle von, ja, vielleicht kommst du auch noch ein zweites Mal dran. Okay. Ich zähle von 3 runter und dann hältst du hoch und los geht's. 3, 2, 1, go. Gegen welches Team hast du dein HSV-Pflichtspieldebüt gefeiert? Gegen Darmstadt. Richtig. Welcher Spieler trägt beim 1. FC Nürnberg die Rückennummer 10? Müller Deli. Richtig. Welcher Spieler hat in der vergangenen Zweitligasaison die meisten Assists gegeben? Ich. Richtig. Wer ist amtierender Fußball-Europameister? Italien. Richtig. Wer ist Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg? Dieter Hecking. Richtig. Welcher Spieler ist der kleinste im HSV-Kader? Ogi. Richtig. Wie viele Bundesligaspiele hast du absolviert? 60. Richtig. Für welchen Spieler bist du bei deinem Bundesliga-Debüt eingewechselt worden? Kayo. Richtig. Unter welchem Trainer hast du die meisten Profispiele absolviert? Tim Walter. Richtig. Mit welchem HSV hast du gemeinsam auf dem Platz die meisten Pflichtspiele gemacht? Tim Leibold. Falsch. Omar Mejid ist seit Kürzem der jüngste HSV-Profi aller Zeiten. Wer war diesbezüglich sein Vorgänger? Keine Ahnung. Okay, wer hat die meisten Goldmedaillen bei den European Championships in München gewonnen? Deutschland. Richtig. Wie viele Einwohner wohnen ungefähr in deiner Geburtsstadt Gießen? 120. Falsch. Was? Wie viele gelbe Karten hast du in der vergangenen Zweitligasaison gesehen? 1. Auch das war falsch. 5 hast du gesehen. Ach, stimmt. Und in Gießen wohnen 80.000. 80, echt? Ich dachte, das sind also 80.000 Zuschauer. Scheiße. Wie viel hatte ich? 10. Nein. Sonny, starke 10 Punkte. Waren die Fragen wohl doch zu leicht oder wie zufrieden bist du mit deinem Abschneiden? Ja, ich denke, damit kann ich zufrieden sein. Aber es wäre natürlich noch mehr gegangen. 1, 2 Fragen hätte ich wissen müssen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich mich gut verkauft. Auf jeden Fall geteilter 1. Platz. Vielen Dank, dass du heute unser Gesprächspartner warst und Teil der Sendung. Danke, hat mich auch gefreut. Sehr schön. Und viel Erfolg natürlich noch in Nürnberg. Mach wieder ein paar Buden und Assists und euch daheim eine gute Anreise, wenn ihr mit ins Frankenland kommt. Und ansonsten ist euch das HSV-Netradio ans Herz gelegt oder schaut das Spiel auf Sky. Bis dahin verbleiben wir mit den 3 Worten. Nur der HSV.